ich habe nie darauf geschaut, dass ich jetzt irgendwie viel, viel Geld verdiene und so weiter. Für mich war immer wichtig, womit verbringe ich meine Zeit. Und wie gesagt, Leidenschaft zum Beispiel und was halt echt einen krassen Impact hat, ist wirklich Freundschaften. Und da würde ich euch zum Beispiel auch empfehlen, wenn ihr zum Beispiel keine Freundschaften habt, wo ihr gemeinsame Interessen teilt oder wo ihr irgendwie ja, Sachen zusammen machen könnt, die euch vielleicht auch nicht weiterbringen oder so, dann würde ich euch definitiv anraten, euch solche Freundschaften zu suchen und ja, weil es halt euch einfach sehr krass weiterbringt im Leben und weil das auch langfristig glücklich macht, wenn ihr einfach gute Freundschaften habt. Ja, genau, das wäre es, glaube ich, so gewesen zu dem Thema. Wir gehen jetzt erstmal was essen und ja, vielleicht zeige ich einen kurzen Ausschnitt vom Essen. So, können wir jetzt endlich mal los? Ja, ja. Wir haben einen Podcast gemacht. Ja, und ich war die ganze Zeit Lehm und Pö. Lehm und Pö. Leute, wenn ihr das jetzt seht, bewertet auf Spotify, wir wollen auf die 1. Was lachst denn da? Ja, der Podcast wird nie online kommen. Freilich wird er online kommen. Ja, ich habe einen Kohldampf. Es ist jetzt 16.16 Uhr. Oha, wünscht euch was. 16.16 Uhr. Ne? Und wir gehen jetzt endlich was essen. Wir haben jetzt so lange auf den Leon gewartet. Der hat mal wieder nicht weitergemacht. Ich habe doch gerade ewig auf euch gewartet. Naja, wir haben halt schon mal... Ich sitze auf Kamera. Ich habe die ganze Zeit gefilmt, wie ihr euren Podcast dreht. Ja, das schneidest du ja eh nicht rein. Vielleicht einen kleinen Ausschnitt. Du hast das Intro vergessen. Aber wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt zum Isara-Restaurant. Isara-Restaurant. Und dieses Restaurant hat von der Optik her vielleicht sogar das Potenzial, das Burger-Restaurant aus Koh Samui, Stack Burger, zu überbieten. Auf gar keinen Fall. Und das Restaurant heute, was ist das so für ein Restaurant? Ist das teuer? Ist das günstig? Oder? Ich würde sagen, es ist sehr teuer. Also für die Leute, die in Thailand günstig leben wollen, ist das wahrscheinlich nichts. Aber wenn man sich mal was gönnen will, vielleicht so einmal im Jahr ein Steak, dann kann man das machen. Und okay. Ich schätze mal, also, deine Zuschauer sind ja auch alle anstrebende Milliardäre, deswegen ja. Können die sich das wahrscheinlich deswegen schon leisten. Also für ein 300 Gramm Steak 135 Euro finde ich angemessen. Finde ich auch angemessen und vor allem, wenn das Steak gut ist. Also ja. Deswegen, Leute, schaut nicht immer so viel aufs Geld, schaut auch immer auf die Qualität. Es muss nicht immer das teuerste Essen sein, darum geht es nicht, aber es muss gute Qualität sein. Schaut drauf, was ihr in euren Körper reintut, denn Ernährung ist Benzin für den Körper quasi und es ist extrem wichtig. Wenn ihr nur Scheiße isst, dann funktioniert er nicht, dann funktioniert ihr einfach nicht gut und deswegen ist wirklich wichtig, dass ihr euch gesund ernährt. Nicht nur, dass ihr gut aussieht und einen guten Körper habt, das ist ein positiver Nebeneffekt. Das Wichtigste ist, dass ihr fokussiert arbeiten könnt und ein gutes Leben habt und deswegen ist das wichtig. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Unser Grab ist gerade da, das ist sowas wie Uber, nur hier in Thailand. Und heute gehen wir in ein richtig geiles Restaurant, wie ihr schon mitbekommen habt. Seid auf jeden Fall gespannt. You want to be in our video? Yeah. Good. Say hello to the camera. Yeah. Can say hello. Good. Hello. Thailand. Thailand. We love welcome, Thailand. Welcome Thailand. Go to in the Phuket. Let's go. Sind wir richtig, ja. Okay. Thank you. Okay, good. Bye. See you. Isara, Western and Asian Cuisine. Bei Masterchef. Masterchef Winner. Krass. Der hat einen Preis gewonnen, weil er so gut kocht. Das muss gut sein. Nicolas Lézard, wenn der Name vom Koch am Restaurant steht, dann muss es gut sein. Ja, das ist unser Restaurant. Ja, dann let's go, würde ich sagen. Dann lass uns mal reingehen, ich habe ordentlich Kohldampf. Ich hoffe, wir bekommen den Platz. Ja, keine Ahnung, wir sind voll um die Uhrzeit. Schaut schon echt gut aus hier. Alter, krass. Wird erstmal der Koch vorgestellt auf der Kappe. Boah, als Vorspeise auf jeden Fall das Tatar, oder? Leute, Tatar. Alter. Geil aus. Und dann, das wollt ihr, ne? Ja. Und dann das. This burger two times? Medium. Oh, medium. Und was wollt ihr für Beilagen? Den Broccolini. And one time the broccolini? Yeah. No, one time with the trüffel fries. So, Leute, wir haben jetzt Wagyu Beef Tartar mit Trüffel und Ei. Schauen wir mal. Das Ei. So, Wagyu, mal schauen.
Schmeckt schon gut. Leute, der Gang hat jetzt, die Vorspeise hat 23 Euro gekostet, aber schmeckt echt richtig geil. Leute, ohne Spaß. Das ist so, so lecker. Thank you. Alter, Leute. Trüffelpommes, zieht euch die mal rein. Sieht schon krass aus. So, jetzt bin ich echt mal gespannt. Der Wagyu Burger mit Blue Cheese und Entenleber. Richtig interessant, da bin ich echt mal gespannt. Einen guten. Boah. So, hier. Die Triple Fries, Leute. Krass. Crazy. Richtig geil. Und auf jeden Fall sehr besonders, der Burger. Entenleber, Trüffel, Blue Cheese. Also das sind echt Geschmäcker, die man normalerweise nicht so im Mund hat. Alter, zieht euch mal diese Trüffelpommes hier rein. So, wer zahlt? Wollen wir 7000 Watt, ne? Wollen Zahlst wir das Bar zahlen oder? Wenn man gerade. Kann ich mit Bar, ja, kann ich mit Bar zahlen, oder? Basti zahlt, so muss es sein, Leute. Günstiges Essen heute. Okay, also Leute, 188 Euro haben wir jetzt bezahlt für drei Personen. Ja, kann man machen. Ist okay, aber haut mich jetzt auch nicht um das Restaurant hier. Also Freunde, kleine Zusammenfassung, das Essen war echt sehr gut, von der Qualität auf jeden Fall. Geschmacklich, sind wir ganz ehrlich, war's gut, aber es war jetzt nichts Besonderes. Genau, und jetzt gehen wir wieder nach Hause. So Freunde, jetzt gibt's den besten Burger in ganz Thailand? Nein. Nee, in ganz Phuket natürlich, nicht in Thailand. Ja, Quatsch. Hier, Prime Burger, richtig geil. Einen guten. Boah, so saftig, ist echt nicht normal. Leute, dieser Burger ist so gut, ich kann das einfach nicht beschreiben. Der ist so unbeschreiblich lecker. Ist der besser als der heute Mittag? Ja, der ist so saftig. Scheiß mal auf den Wagyu Burger von heute Mittag für 30 Euro. Was hat der gekostet? Ich glaube 290 Baht. 7 Euro. 7 Euro, viel besser als der 30 Euro Burger. Finde ich auch. Krass, einfach nur krass. So Freunde, wir haben immer noch Hunger, deswegen haben wir jetzt bei Taco Bell noch bestellt. Nochmal eine ganze Familienportion. Schauen wir mal, was da hier drin ist. Ganz viel Soßen. Noch mehr Soßen. 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 Und Soßen, wer hätte es gedacht? Alter, was ist hier los? Wie viele Soßen haben wir hier? Und dann gibt es hier, Leute, richtig geile Chicken-Teile. Die essen wir jetzt erstmal und dann gibt es noch ein paar Burritos. Die Guacamole war leider aus. Aus, ja. Ja, zusammen mit der Kerze. Ich glaube, die haben irgendwas Großes geplant. Mit der Mayo. Die Mayo, die ist nicht aus, die ist ja da. Ist gut, ja. So Freunde, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ich weiß, heute ging es, glaube ich, nur um Essen, aber egal, ich bin todmüde. Ich gehe jetzt ins Bett. Macht's gut, bis zum nächsten Video.